Willkommen zu einer neuen Folge Corona Extra mit mir, Susi von Burnout Coaching Berlin. Ich möchte dir heute eine Pause von Corona und seinen Auswirkungen verschaffen. Deshalb hör dir diese Episode an, wenn du dich hinlegen und sicher zu 100% ungestört sein kannst. Solltest du gerade unterwegs sein, heb sie dir lieber für später auf. Egal, ob du verzweifelt bist, weil Fremde im Supermarkt dir immer noch zu nahe kommen, obwohl 2 Meter Sicherheitsabstand schon seit Wochen empfohlen sind. Oder weil alle um dich herum zu panisch sind und, wenn sie an dir vorbeilaufen, einen riesigen Bogen machen, als würdest du die Zombie-Seuche übertragen. Egal. Ob es dich einfach nur nervt, dass hier offenbar keiner begreift, dass man Kinder nicht bis in alle Ewigkeit motivieren kann, in der Wohnung zu bleiben. Oder dass niemand schnallt, dass Kinder, wenn möglich, gerade nichts beim Einkaufen mit ihren Eltern zu suchen haben. Egal, ob du dich allein in unserer Gesellschaft fühlst, weil du sicher bist, dass diese Krise nichts weiter ist als ein von der Regierung initiierter Fake, um endlich die Impfpflicht, die totale Überwachung und die bargeldlose Bezahlung einzuführen und dir das keiner glauben will, egal wie gut du es erklärst. Oder ob du gestresst bist von alternativen Fakten und Menschen, die nicht aufhören, dich in Diskussionen reinzuziehen, die dir die letzte Kraft rauben. Die Nerven liegen blank. Bei allen. Und egal, was es ist, was dich in den Wahnsinn treibt, es muss aufhören. Was du brauchst, ist jetzt eine einsame Insel im Meer am besten. Eine Verschnaufpause. Tiefen inneren Frieden. Ein in sich ruhen, eine Auszeit, aus der du wieder Kraft und Zuversicht schöpfen kannst. Irgendwo in den sozialen Netzwerken, ich glaube auf Twitter, habe ich gestern einen Kommentar zur Krise gelesen, der das, was die meisten Menschen gerade nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich weltweit empfinden, sehr gut zusammenfasst. Er lautete ungefähr so: Das Anstrengende in dieser Krise ist die Zerrissenheit, innen wie außen. In den Straßen sieht alles friedlich aus wie immer, während in Krankenhäusern überall auf der Welt der Notstand herrscht oder droht. Ich fühle mich die ganze Zeit, als würde ich überreagieren oder als würde ich nicht genug reagieren. Und absurderweise empfinde ich beides gleichzeitig. So wirkt die Welt in diesen Tagen. Die Straßen liegen ruhig, friedlich und still. Familien haben Zeit füreinander, rücken wieder näher zusammen. Was lange vergessen schien, erfährt plötzlich eine neue Wertschätzung. Die Menschen erfreuen sich wieder an Kleinigkeiten. Yay, ich habe heute Klopapier bekommen. Vielleicht ist dir das beim Spazierengehen auch aufgefallen. Man schaut sich wieder ins Gesicht, wenn die Wege sich kreuzen, auch wenn man sich trotzdem fremd bleibt. Und unser Alltag, dieser vorher oftmals so hektische, viel zu schnelle, uns manchmal schier überrennende Alltag, der uns, unserer Gesellschaft, die Füße wegzureißen drohte, muss der Stille Platz machen. Eine Stille, in der unsere Kinder die eine oder andere Geschichte mehr vorgelesen bekommen als sonst.
in der plötzlich mehr Menschen zum Joggen rauslaufen, als unsere Augen das sonst so gewöhnt sind. Eine Stille, in der Ärzte und Schwestern über sich langsam füllende Flure der Notstationen huschen, in der Hoffnung, auch in den kommenden Wochen niemals, so wie in Italien, darüber entscheiden zu müssen, wer lebensrettend behandelt werden kann und wer nach Hause zurück muss, um dort zu sterben, weil die Kapazitäten einfach nicht ausreichen. Und mitten in dieser Stille, oder ist es vielleicht sogar die ganze Welt, die einfach den Atem anhält, ich weiß es nicht, hält endlich der Frühling Einzug. Er flutet die Schulhöfe, die Spielplätze mit warmen Sonnenstrahlen, zarten Blüten und Vogelgezwitscher. Die Natur erwacht aus ihrer Winterstarre. Nicht so die Rutschen, Schaukeln, Klettergerüste. Nicht so dieser Gedanke, der sich immer und immer wieder wie ein Blitz seinen Weg in unsere Köpfe sucht und sich so gar nicht abschütteln lassen will. Dass wir das hier noch vor 4 Wochen nie für möglich gehalten hätten. Und dass der Weg zurück in die Normalität genauso unvorstellbar und weit, weit weg scheint, wie seinerzeit die Möglichkeit, dass unser Alltagstrott einfach so, von einem Moment auf den anderen, ein so jähes Ende finden könnte. Keiner weiß, was noch auf uns zukommt. Keiner. Wie schwer die Pandemie uns, unsere Wirtschaft trifft und was danach passiert. Wie lange dauert diese Isolation noch? Auf wie viele Neuerungen musst du dich noch einstellen? Du brauchst eine Pause. Eine Pause von dieser seltsamen Realität, in der die Menschen um dich herum in den alltäglichsten Situationen Masken tragen. Eine Pause von leeren Regalen, die von der Unvorhersehbarkeit und dem tiefen Wunsch von uns allen nach Sicherheit und Planbarkeit erzählen. Eine Pause von Abstandslinien und Plexiglasscheiben an Kassen. Eine Pause von gestressten Verkäufern, die dir mit scheinbar letzter Kraft trotzdem noch einen schönen Tag wünschen. Eine Pause von den viel zu eng gewordenen eigenen 4 Wänden, der Endlosschleife, den wirren Träumen in der Nacht, der Wut, der Angst, dem Unverständnis. Nur eine klitzekleine Pause. Zum wieder bei dir selber ankommen. Einen Ort, an dem dich nichts an Corona erinnert. Eine echte Isolation von der Isolation. Eine Höhle vielleicht, unter dem Tisch, aus Kissen und Decken. So sicher, warm und voll von echter, wahrhaftiger Stille, in der dich niemand finden kann. Ein richtig gutes, kuscheliges Versteck. Wie in Kindertagen. Einen Moment nur, der die Welt da draußen abperlen lässt, wie Wassertropfen auf Seerosenblättern. Du brauchst Kraft und Zuversicht, um dich innerlich wirklich ausruhen zu können. Du brauchst sie, um morgen weiterzumachen und, egal was noch kommt, um die Zeit gut überstehen zu können. Du wünschst dir einen sicheren Rückzugsort außerhalb dieses ganzen Corona-Dramas, das momentan überall, wo du gehst und stehst, unausweichlich scheint.
Es gibt ihn. Und jetzt begeben wir uns zusammen dahin. Also, schließ deine Augen. Denn auf diese Weise kannst du Abstand einnehmen zu der Welt im Außen. Lass sie da sein, im Außen, und geh für einen Moment in deine innere Welt. Schau in dich rein. Statt nach draußen. Auch das bringt dieser Lockdown mit sich. Abstand und eine Pause von dem, was dich sonst umtreibt und dir und deinen Sinn, das bei dir bleiben, erschwert. Zu viele Termine, Leistungsdruck, Wege durch Menschenmassen, Verkehrslärm. Die tägliche Hektik, die dich davon abhält, Frieden in deinem Alltag zu finden. Du magst gerade nicht ausgehen und dich mit vielen Leuten treffen können. Aber du hast die Möglichkeit, Ruhe und Seelenfrieden in dir selbst zu finden und daraus die Erholung und die Kraft zu schöpfen, die du brauchst. Die Welt ist verrückt. Die Nachrichten überschlagen sich und sagen doch so überhaupt gar nichts. Alles ist in Aufruhr und es ist zurzeit einfach schwierig, irgendwo hinzugehen, wo dich Meldungen, Gerüchte und Ängste nicht heimsuchen. Deshalb bleib hier. Schließ einfach deine Augen. Atme tief aus, seufze dabei erleichtert. Geh dahin, wo der Coronavirus dich nicht erreichen kann. Geh in dich. Selbst dein Körper hat im Laufe der Jahre in dieser schnelllebigen, modernen Zeit die ein oder andere Schramme abbekommen. Du magst manchmal müde sein, erschöpft von diesem Leben in dieser Welt. Aber in dir, in der inneren Welt, sieht das ganz anders aus. Dort findest du die Vitalität, Stärke und Lebhaftigkeit deiner Seele, deines Selbst, die immer noch bereit sind für all die schönen Möglichkeiten, die dir dieses Leben noch bieten wird. Wenn wir in unsere innere Welt gehen, ist es so, als ob wir einen stillen, menschenleeren Raum betreten. So wie den etwa, in dem du dich gerade hingelegt hast. Und hier, in dieser Ruhe, in diesem Raum, in deiner inneren Welt, kannst du noch immer so viel Entspannung, Gelöstheit und Geborgenheit finden. Es ist ein bisschen wie mit den Mönchen und Nonnen, die in Höhlen gehen, um dort zu meditieren. Sie setzen sich in die Höhle, schließen ihre Augen und genießen die Stille. Denn tief in diesen Höhlen kannst du die Stürme draußen nicht hören. Du hörst keine Flugzeuge fliegen und keine Autos hupen. Du bist isoliert von ihnen. In der Stille
der Ruhe, dem Frieden dieser Höhle. Normalerweise haben wir gar keine Zeit, unsere innere Welt zu erfahren und zu genießen. Und so haben viele von uns vergessen, dass es gar nicht langweilig ist, so zu liegen in einem geschützten Raum wie du jetzt und in uns selbst abzutauchen. Im Gegenteil. Es ist herrlich befreiend und so erfrischend, einfach nur in diesem friedlichen Moment in diesem stillen Zimmer liegen zu dürfen, die Augen zu schließen und durchzuatmen. Es ist genau das, dieses Hierliegen, dieses ruhig atmen können, das Geborgensein in dir selbst, was deine Energie, deine Zuversicht, deine Geduld, deine innere Stärke wachsen lässt. Und zwar mit jeder Sekunde, mit jedem Atemzug, den du tust, in deiner Abgeschottetheit von der Welt da draußen. Wenn die äußere Welt uns nicht loslässt und uns in ihrem Stress zu erdrücken droht, glauben wir, sie unter Kontrolle kriegen zu müssen. Wir glauben, etwas tun zu müssen und fangen an, uns fertig zu machen, indem wir ewig unsere Gedanken um das Problem kreisen lassen. Wir haben vergessen, dass wir uns manchmal einfach nur in unser Inneres zurückziehen können, um wieder zu uns zu kommen. Loszulassen, statt zu kontrollieren. Und Energie aus dieser unumstößlichen Ruhe zu schöpfen, die dort immer auf uns warten wird. Also, mach öfter mal die Augen zu und gönn dir deine Atempause von der äußeren Welt. Auf diese Weise in dich zu gehen, ist wie einen Wald zu betreten oder auf einem Berggipfel zu sitzen. Die äußere Welt ist noch da und vielleicht gibt es in der Ferne noch Verkehrsgeräusche oder ein Flugzeug, das weit oben am Himmel über dich hinwegfliegt. Aber du nimmst sie kaum wahr, weil du ganz hier bist, in dieser frischen Luft, in dieser idyllischen Ruhe des Waldes oder der Berge, und alles andere fühlt sich an, als wäre es weit, weit weg. Das hier, Dasein in deiner inneren Welt, ist ein schöner Ort, an dem es ziemlich leicht ist, dein Glück und die Erlösung von der täglichen Anspannung für dich zu finden. Und wenn du noch tiefer in dich reinspürst, wirst du feststellen, dass dein Körper deinen Gedanken folgt. Er passt sich an deinen Geist an und Schultern, Arme, Rücken, Beine, dein Kopf. Alles lässt er langsam locker und entspannt sich und sinkt auf die Unterlage, auf der du gerade liegst. So entsteht innerer Frieden. Ängste, Sorgen, Pläne
Sie alle leben in der Zukunft. Im Außen. Hier, in dir, bist du im Hier und Jetzt und fühlst die Relaxedheit deines Körpers. Du hast den Zukunftsängsten quasi die Tür verschlossen. Genauso wie der Vergangenheit. Sie bleiben draußen. Und das hilft dir nun, deinen inneren Frieden wachsen zu lassen. Das ist so gesund für dich, wenn die Dinge aus der Vergangenheit und all deine Sorgen kurz mal verblassen. Du bist im Hier und Jetzt. Da, wo deine Zukunft immer ihren Anfang findet. Hier und jetzt. Dies ist die einzige Zeit, über die du jemals wirklich verfügen wirst. Der aktuelle Moment, in dem du dich befindest. Denn die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur diesen einen Moment, hier und jetzt, um lebendig zu sein. Und deshalb solltest du ihn auch voll genießen, in dem Wissen, dass das Beste ist, was du tun kannst für dich, deinen Geist, deine Gesundheit. Runterzufahren. Und während du so liegst, wirst du herausfinden und erfühlen können, was deinen inneren Frieden wachsen lässt und was ihn stört. Verwirrende, schlechte Nachrichten und negative Diskussionen zum Beispiel sind wie ein konstantes Hintergrundgeräusch, welches diese friedliche, innere Stille zerreißt. Du weißt gut, wie Ruhe und Gelassenheit sich anfühlen. Du hast sie nur vielleicht schon eine Weile nicht mehr erlebt. Aber genau dazu und nur dazu liegst du ja jetzt hier. Dir Gedanken machen, planen, etwas erreichen wollen. Das ist das, womit du normalerweise in deinem Alltag beschäftigt bist. Jetzt bist du hier. Im Lockdown. Bei dir. Und du musst nichts mehr tun, außer Entspannung in der Stille zu finden. Verweile also noch ein bisschen in diesem Moment. Jetzt gerade gibt es nichts zu erreichen, nichts, was du dir erarbeiten musst. Du kannst einfach zufrieden sein, weil du wahrnimmst, wie du runterkommst. Vielleicht nimmst du auch deinen Atem jetzt bewusst wahr. Vielleicht fällt dir auf, dass auch er ein bisschen ruhiger geworden ist. Angst, Ärger, Anspannung, Unsicherheit. Dieses Festhalten und Kontrolle über die Dinge behalten wollen. Alles das kannst du jetzt erstmal loslassen.
Du kannst es förmlich ausatmen mit jedem Atemzug. Wahren Frieden können wir nur in uns finden. Und so, wie du deine Sorgen und Ängste und Ärger mit jedem Ausatmen mehr und mehr loslässt, so kannst du diesen tiefgreifenden Frieden, wie du ihn empfindest, wenn du an einem wunderschönen Tag allein durch den Wald spazierst oder vom Berg ins Tal hinunterschaust, mit jedem Einatmen ein Stückchen wachsen lassen. Du verdienst das. Und es ist ein Geschenk, zu spüren, was wahrer Frieden ist. Es ist gut, dich daran zu erinnern, ebenso wie dass du ihn jederzeit in dir finden kannst, dass er dir inne liegt, dass er Teil deiner Natur ist. Wie fühlt sich das an? So ganz ohne Erwartungen, Bewertungen, Ängste und Pläne zu sein. Ist es nicht schön, dass diese Zeit ganz dir gehört? Wenn du magst, kannst du dich nun noch an einen wunderschönen Ort erinnern. Einen Ort, an dem du bereits warst oder wo du gerne mal hinreisen möchtest. Oder ein fiktiver Ort, der in deiner Fantasie entsteht. Schau dir diesen paradiesischen Ort genau an. Schau dich um. Was nimmst du dort wahr? Beobachte die Geräusche, die du hörst. Wonach es riecht. Wie du dich fühlst. Und genieße diesen Moment noch einmal. Gleite in deiner inneren Welt in diese tiefe Entspannung zurück, die du in diesem Moment hattest. Ruh dich aus. Stell dir vor, wie schön es sich anfühlt, dort zu sein. Lass los. Verweile in diesem Moment. Mein paradiesischer Ort befindet sich in Omkareshwar, Indien. Einige Wochen lang lag ich dort jeden Abend in einer Hängematte, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwunden war. Ich benutzte immer ein dünnes Stöckchen, um mich am Boden abzustoßen und sanft hin und her zu schaukeln. Zu meinen Füßen rauschte der Narmada-Fluss. Es waren stille, sternenklare Nächte, in denen ich über meine Kopfhörer leise philosophischen Vorträgen über das Universum und Meditationen lauschte.
Ich war tiefenentspannt, zufrieden und immer wieder aufs Neue fasziniert davon, dass ein so dünnes, zerbrechliches Stöckchen ausreichte, mein gesamtes Körpergewicht in der Hängematte hin und her schwingen zu lassen. Übrigens, diesen Entspannungsteil dieser Folge kannst du dir nochmal separat im Downloadbereich meiner Webseite als MP3 runterladen, um ihn dir jederzeit überall anzuhören und runterzukommen, egal wo du bist. Für den Downloadbereich brauchst du das aktuelle Passwort, welches du mit meinem Newsletter erhältst. Trag dich einfach mit deinem Vornamen und deiner E-Mail-Adresse ein. Den Link dazu findest du im Beschreibungstext dieser Episode. Hier geht es jetzt abschließend weiter mit einer Geschichte, die dir vielleicht bekannt vorkommt, und dem Mantra der Woche. Es war einmal ein Jäger. Der hatte den ganzen Vormittag gejagt und nichts erlegt. Zu Mittag war er hungrig geworden. Er entledigte sich seiner Waffen, setzte sich unter einen Rhododendronbaum und packte sein Lunchpaket aus, um zu essen. Am selben Tag hatte ein Tiger in der Umgebung gejagt und nichts erbeutet. Als er den Menschen unter dem Baum sitzen sah, dachte er: Oh, da ist ja mein Fressen. Vorsichtig schlich er sich an den Jäger heran. Aber ein trockenes Blatt raschelte, der Jäger fuhr herum und entdeckte die Raubkatze. Er sprang auf, sein Herz raste, die Nackenhaare sträubten sich und die Muskeln spannten sich an. Dummerweise hatte er seine Waffen, Speer, Pfeil und Bogen, 3 Meter entfernt abgelegt. Ein Kampf war sinnlos. Ihm blieb nur die Flucht. Also rannte er los, so schnell er konnte. Doch es gibt ein altes Naturgesetz, das besagt, Tiger läuft schneller als Mensch. Und der Jäger musste feststellen, dass dem tatsächlich so war. Fast spürte er den heißen Atem des Raubtieres in seinem Nacken. Da sah er vor sich einen alten Brunnen. Gerade noch rechtzeitig sprang er hinein. Während des Sprunges sah er, dass der Brunnen trocken war, und gleichzeitig entdeckte er im Halbdunkel eine Pythonschlange, die sich gerade aufrichtete. Viele Gedanken rasten ihm durch den Kopf. Einer davon war: Die Schlange wird seit längerem nichts gefressen haben. Zum Glück gab es in halber Tiefe des Brunnens eine dicke Wurzel, die dort aus der Wand ragte. Beherzt griff er zu und klammerte sich an ihr fest. Da hing er nun in diesem Brunnen. Oben der knurrende Tiger, unten die Pythonschlange. Als er die Wurzel genauer musterte, um festzustellen, ob er auch sicher daran hing, sah er zu seinem Entsetzen neben dem knorrigen Holz ein Loch in der Brunnenwand und darin eine weiße und eine schwarze Ratte. Die Tiere nagten an der Wurzel und ließen sich auch nicht stören. Während er nun da so hing, entdeckte er eine Bienenwabe am Baum neben dem Brunnen. Der süße Duft des Honigs stieg ihm in die Nase und er dachte: Ich muss irgendwas essen, damit meine Kräfte länger reichen. Der Tiger, der weiterhin versuchte, den Mann zu erwischen,
stieß dabei mit den Hinterpfoten kräftig gegen den Baum, an dessen Zweig der Bienenstock hing. Durch die Erschütterung kippte der Bienenstock ein wenig zur Seite und so tropfte Honig in den Brunnen. Der Mann streckte die Zunge heraus und erwischte etwas von der Süßigkeit. Der Honig schmeckt wundervoll, sagte er und lächelte. Plötzlich lehnte sich der Tiger, bei dem Versuch, ihn in dem Brunnen mit seinen Pranken zu erwischen, etwas zu weit über den Brunnenrand und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte hinab, brach sich seine Knochen und begrub die Schlange unter sich. Der Jäger jedoch konnte endlich rausklettern und nach Hause laufen, wo er seine Familie glücklich in die Arme schloss. Du kennst diese Geschichte schon aus einer anderen Folge meines Podcasts, aber heute schien sie mir aktueller denn je. Und weil keiner weiß, wie viel Geduld, Zuversicht und Liebe wir noch brauchen in dieser Zeit, lautet das Mantra der Woche: Her mit dem Honig, Honig über alles. Ich muss so viel im Hier und Jetzt davon futtern, wie ich nur kriegen kann. Es geht im Leben nie darum, was passiert, sondern wie du damit umgehst. Ich habe in der vorletzten Folge gesagt, dass es die Natur des Lebens ist, unbeständig zu sein. Und die gute Nachricht lautet, dass es in der Natur dieser Unbeständigkeit liegt, dass auch diese Krise irgendwann vorbeigehen wird. Sie kann und wird nicht ewig dauern. Die Corona-Krise birgt in sich, wie jede Krise, immer beides: Untergang und Wachstum. Du entscheidest. Am besten von deiner Hängematte aus. Deine Susi.